Hallöchen und willkommen zurück hier auf meinem Kanal, lieber Steinbock. Schön, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Monatsbotschaft, diesmal für den Monat Mai. Wir schauen auf die kommenden 31 Tage, was bereitet sich hier für dich vor, was funktioniert für, was funktioniert vielleicht auch gegen dich, wo darfst du ein bisschen aufpassen. Wir schauen mal gemeinsam rein und vorher gucken wir uns mal mein Hauptkartendeck-Sample hier an. Und da beginnen wir mit den Orakelkarten Moonology von Jasmine Boland. Hier haben wir einmal das mystische Lenormand von Regula Elisabeth Fichter liegen. Und daneben mit den Hauptkarten werde ich heute das Highly Sensitive Tarot verwenden von der Mila Charles. Okay? Mach es dir schön, mach es dir gemütlich. Wir starten mal rein mit deinen Hauptenergien, mit deinem Hauptthema, das verborgene Wissen, das Unterbewusstsein für dich, lieber Steinbock, im Monat Mai. Was haben wir da? Die Hauptenergien. Was ist hier so die Botschaft, die du entnehmen darfst? Was ist so dein Thema? Auf den Punkt gebracht. So, hoppala. Okay, Leute, dann soll es so sein. Es ist nicht die letzte, sondern die vorletzte Karte, die sich zeigen wollte. Vollmond in den Zwillingen. Die richtigen Antworten kommen. Okay, also, du hast vielleicht aktuell viele Fragen im Kopf, viele Fragen, viele Fragezeichen, möglicherweise auch ungelöste Situationen. Und die Karte möchte dir sagen, keine Sorge, hab noch Geduld, hier kommen die Antworten, okay? Die richtigen Antworten auf deine Fragen mögen noch kommen. Alles klar. So, dann gehen wir mal so ein bisschen rein. Was ich übrigens auch gerade reinbekomme, wenn ich so an das Sternzeichen Zwilling denke, im Kontrast zum Steinbock, das sind ja wirklich zwei Sternzeichen, die sich gar nicht, man könnte sagen, auf den ersten Blick unterschiedlicher nicht sein könnten, aber ich sehe tatsächlich doch die eine oder andere Parallele. Beide Sternzeichen sind sehr wissbegierig. Beide Sternzeichen gehen den Fragen und vor allem den Antworten auf den Grund. Ich würde jetzt pauschal sagen, der Steinbock ist diesbezüglich etwas hartnäckiger, ne, auch ein Stück weit geduldiger, weil Zwillinge neigen zur Ungeduld. Aber ich habe hier den Eindruck, dass diese Antworten, dieses große Ausrufezeichen, was da auf dich zukommt, dir mehr Leichtigkeit, also so eine zwillingshafte Leichtigkeit verschaffen darf. Okay? Habe ich gerade noch reinbekommen, lassen wir mal so liegen. Dann gehen wir mal mit dem Tarot rein. Zu dieser Hauptenergie, die ich hier gerade gelegt habe. Was zeigt sich hier noch? Welche Energien möchten sich hier zeigen im Mai? Okay, da haben wir die 10 der Stäbe, die 4 der Schwerter und den Teufel. Normalerweise nehme ich ja nur 2 Energien. In dem Falle lassen wir das aber mal dabei. Ich lege schon mal weiter die anderen Stapel, bevor ich hier in die detaillierte Deutung gehe. So, einmal. So. Deine Wahrnehmung, deine Empfindungen, da haben wir die Welt und die Königin der Münzen. Deine Familie, da haben wir die 2 der Münzen. Deine Freundschaften, da haben wir die 3 der Münzen. Also wahnsinnig münzig, du bist in deinem Element, könnte man sagen. Berufliches, professionelles, deine Finanzen, da zeigt sich der Page der Kelche in Kombination mit den 3 der Stäben. In der Liebe haben wir die 9 der Kelche. Dazu den Pagen der Münzen. Deine große Chance liegt hier in den 8 der Kelchen und in der Wildcard. Und warnen, lieber Steinbock, darf ich dich vor den Energien der 7 der Stäbe und dem Pagen der Schwerter. Unterm Deck zeigt sich hier das Rad des Schicksals, okay? Das Rad des Schicksals sagt uns, dass zum Ende des Monats, weil die Karte zeigt die Energie zum Ende Mai, zum Ende des Monats gibt es hier eine Veränderung, eine Erneuerung, die für und nicht gegen dich funktioniert. Ich weiß, als Erdzeichen hat man es jetzt nicht temporär so mit Veränderung oder ist diesbezüglich anfangs auch mal skeptisch. Aber hier kann ich dich wirklich beruhigen, hier kann ich dir ein gutes Gefühl vermitteln. Mit dem Rat des Schicksals wird das Ganze für dich funktionieren und dich in irgendeiner Form auch in dein Leben Bewegung reinbringen. Okay, so, wir bleiben mal beim Thema des Monats. Ne? Die richtigen Antworten kommen, das habe ich schon mit eingebracht, ne? Dieses verborgene Wissen, was sich hier präsentiert.
Dazu haben wir die 10 der Stäbe. Die 10 der Stäbe ist eine Energie von Überlastung. Ne? Also hier so ein bisschen überlaste dich nicht, überanstrenge dich nicht. Gehe wirtschaftlich, gehe nachhaltig mit deinen inneren Ressourcen um. Also sag auch mal nein, lehne mal ab. Oder ne, sag auch einfach mal, heute geht es nicht mehr. Ne? Wenn es sein muss, sag vielleicht auch mal eine Verabredung ab, wenn du einfach keine Kraft mehr hast. Aber dein Pflichtbewusstsein, ich, ne, dieses Erdzeichen, ich, was dich dazu animiert, zu sagen, nein, du hast zugesagt und Zuverlässigkeit ist wichtig, ne, könnte dich dann aber hier auch wirklich an den Rande deiner Kräfte bringen. Dann hatten wir hier als zweite Energie die 4 der Schwerter. Und mit den 4 der Schwertern kriege ich auch das Thema Erholung rein. Also ganz stark, ne? Also du sollst hier wirklich mal einen Gang zurückschalten. Mal so ein bisschen dich zurücknehmen. Wenn ich jetzt mal auf das Thema Arbeit gucke, geh vielleicht mal früher. Ich gehe davon aus, du hast genug Überstunden angesammelt. Oder im Privaten, ne? Also auch mal lass andere auch mal Dinge übernehmen. Oder akzeptiere auch mal, dass Ruhe wichtig ist. Akzeptiere es, dass du dich nicht um alles kümmern musst. Klare Botschaft. Dann hatten wir als diese dritte Energie, ne, die ich hier unbedingt noch rauspurzeln wollte, haben wir den Teufel. Und der Teufel ist hier eine Energie, die in der großen Arkana im Übrigen dir selbst, also dem Steinbock, zugeordnet wird. Steht aber auch für Abhängigkeiten, also für alles, was dich so ein bisschen in seine Macht zieht. Ne, also möglicherweise hast du es hier mit Verlockungen zu tun, Verlockungen, ne, Überarbeitung, Konsum von irgendeiner bestimmten Art. Ne, also dass du eine Sache zu viel konsumierst und nun hier aufgezeigt bekommst, stopp, hier muss es nicht oder hier sollte es nicht weitergehen. Ne, nochmal, also es ist hier, ich kriege hier so einen richtigen Monat des Retreates rein, dass du hier so ein bisschen dazu gezwungen wirst, wirklich deine Ressourcen zu schonen und hier mal einen Gang runterzufahren. Ja, deine Wahrnehmung, deine Empfindungen, da ist die Welt und die Königin der Münzen gefallen. Mit der Welt kriege ich ein neues Kapitel rein. Das heißt, für dich könnte es sich anfühlen wie ein Neubeginn, ein neues Kapitel, etwas, was du hinter dir lässt, einen Zyklus, den du abschließt und einen neuen, den du beginnen darfst. Sehr schön, sehr erfrischend. Mit der Königin der Münzen kriege ich das Thema Wachstum rein, ne, dass du in dir selber wächst. Ne, Königin der Münzen, die Münzen werden ja den Erdzeichen, das heißt dem Steinbock, dem Stier und der Jungfrau zugeordnet. Mit der Königin der Münzen bekomme ich hier tatsächlich rein, dass du hier in deine Stabilität kommst, dass du für dich einstehst, ne, dass du für dich auch inneres Wachstum erfahren darfst. Sehr schön. Gefällt mir doch gut, was ich hier sehe. Ne? Außer den Teufel, auf den hätten wir vielleicht ein bisschen verzichten können. Aber auch der hat seine Daseinsberechtigung, weil auch der möchte uns ja irgendwas aufzeigen. Okay? So, Leute, jetzt fange ich hier an zu reden und habe das Ganze hier noch gar nicht mit dem Lenormand geklärt. Ne? Ich bin ja auch witzig. Okay, Rolle rückwärts zum Thema des Monats. Ne? Gang runterschalten. Auf dich aufpassen, Thema Abhängigkeiten, aber auch dazu die richtigen Antworten kommen. Ich glaube, ich hätte hier tatsächlich zu der, ne, die richtigen Antworten kommen. Dazu hätte ich mein Lenormand. Wie darf ich mir das vorstellen? Wie könnten sich dir Dinge offenbaren im Mai? Wie könnte dir etwas aufgezeigt werden? Da sind die Sterne gefallen. Deine Erwartungshaltung könnte eine andere werden. Also es ist eine Einstellung in dir selbst. Das Ganze, diese richtigen Antworten äußern sich in deiner Erwartung, die du an Dinge hast, die du an Menschen hast. Eine veränderte Erwartungshaltung, aber bei dem einen oder anderen kriege ich auch das Thema Wunscherfüllung rein. Dass hier etwas, worauf du schon lange gewartet hast, sich endlich zeigt, die Sterne. Wie oft sitzen wir und gucken in den Himmel und sehen keine Sterne? Und dann, wenn wir nicht drauf hoffen, wenn wir gar nicht die Erwartungshaltung haben, zeigt sich auf einmal ein wunderschöner Sternhimmel und sowas kriege ich hier rein. Ne? Also etwas, was dich sehr überraschen könnte. Dann haben wir hier zu deiner Wahrnehmung, ne, der Neuanfang und die Stabilität, der Bär, stark. Ja, du wächst, du bist stabil, du bist im Wachstum. Der Bär steht für Stärke, für Autorität. Das heißt, dass du für dich selber einstehst und dass du für dich ja auch klar deine Worte ausformulierst und sagst, wie wünschst du dir Dinge, wie wünschst du dir Abläufe. Sehr schön. Okay, dann haben wir hier in deiner Familie die 2 der Münzen liegen.
Und bei den zwei der Münzen geht es ja immer um optionale Dinge. Option 1, Option 2. Ne? Also hier könnte eine Entscheidung anstehen, eine Entscheidung im Weltlichen, eine Entscheidung, die zum Beispiel deinen Wohnort angeht. Ne? Bleiben wir hier wohnen, ziehen wir um oder auch noch weiter. Eine Entscheidung, eure Wohnung, euer Haus umzugestalten. Ne? Also irgendwie sind hier Entscheidungen angebracht, die im Nachhinein, wenn wir mal weitergehen, nach den zwei kommen logischerweise die drei der Münzen, die dann anschließend aber auch eine gute Zusammenarbeit mit sich bringt. Ne? Deswegen ist es hier wichtig, sich hier weise zu entscheiden. Okay, auch hier, wie äußert sich das im weltlichen Liebes-Lenormand? Wie können wir uns das vorstellen mit den Wolken? Also du hast hier eine Überraschung nach der anderen. Die Wolken ist nämlich auch etwas, was du in der Form nicht kommen siehst. Aber die Wolken bringen natürlich auch Unklarheiten und Missverständnisse mit sich. Das heißt, diese Entscheidung, die es hier gilt zu fällen, könnte zeitweise für Missverständnisse und auch Misskommunikation sorgen. Aber wie die Wolken im Weltlichen ziehen auch diese Wolken vorüber. Ne? Also auch hier könnte die Wolke an dem einen Tag schon die Wolke von gestern am nächsten Tag sein. Das heißt, dann ist das Ganze gar nicht mehr relevant. Also ich kriege hier keine gravierenden Spannungen rein. Okay, in deinen Freundschaften haben wir die drei der Münzen. Das ist ein Team, ne? Also gute Teamarbeit, gute Zusammenarbeit, auch hier miteinander. Ne? Also ich kriege ja auch so eine Hand wäscht die andere. Eine sehr unterstützende Energie bekomme ich rein. Die Münzen ist ja auch wieder, ne, dein Zuhause, sage ich jetzt mal. Ne? Also ist ja dein Element. Und dazu haben wir die Routen. Die Routen stehen für Kommunikation. Kommunikation, die natürlich an der einen oder anderen Stelle auch mal sehr hitzig sein kann. Ne? Also hier, wo Diskussionen aufkommen. Ne? Also vielleicht ein bisschen ähnlich wie in der Familie. Dass, damit man miteinander arbeiten kann, damit eine Zusammenarbeit funktioniert, muss man eben auch mal klar sagen, du, das gefällt mir nicht. Ne? Also hier, Ehrlichkeit währt am längsten. Ganz wichtig, aber wie gesagt, ne? Also wir haben hier bei deinen Freundschaften die drei der Münzen. Das heißt, alles steht auf gute und teamvolle, das Wort gibt es nicht, aber teamfördernde Zusammenarbeit. Ja, in deinen Finanzen, in deiner Berufung, da ist jetzt hier spontan das Buch gefallen. Das heißt, hier gibt es Weiterbildungspotenzial, aber auch etwas, was noch im Verborgenen liegt. Ich möchte aber gleich noch eine zweite Karte ziehen, weil die mir ein bisschen zu sehr hier rausgepurzelt ist. Wir haben hier, das ist übrigens sehr passend, weil wir haben ja auch die drei der Stäbe liegen. Und die drei der Stäbe animieren uns ebenfalls, uns weiterzubilden, uns weiter zu qualifizieren. Ne? Also in irgendeiner Form auch über seinen Tellerrand hinaus zu schauen. Da haben wir den Pagen der Kelche. Möglicherweise wirst du animiert vom Pagen der Kelche. Das könnte eine jüngere Person sein. Eine Person, die vielleicht an der einen oder anderen Stelle wesentlich verträumter ist als du, könnte dich animieren, über deinen Tellerrand hinauszuschauen, also Dinge anders zu sehen, dich persönlich weiterzuentwickeln. Okay, sehr schön. Ja, dann gehen wir mal weiter in die Liebe. Ich weiß, das interessiert die meisten am allerliebsten, am allermeisten. Und da haben wir hier die Neun der Kelche und den Pagen der Münzen liegen. Die Neun der Kelche, das ist natürlich die emotionale Fülle. Neun, ne, Neun ist ja oft, das ist so kurz vor Finale, kurz bevor es dann zu den Hofkarten geht, ne, dem Pagen, den Ritter, dem König, der Königin. Mit den Neun der Kelchen kriege ich hier allgemeine Stabilität rein, emotionale Stabilität, auch Gefühlsstabilität. Dann haben wir mit dem Pagen der Münzen. Der Page erinnert uns dran, in dem Falle im Element des Münzen dran zu bleiben. Der Page der Münze ist ja auch immer so ein erwachsenes Kind. Ne, man sagt ja auch zum Beispiel, ne, über das Sternzeichen Steinbock, das sind so die erwachsenen Kinder, dafür aber die kindlichen Erwachsenen. Ne, also die Erwachsenen, die immer so dieses Kind noch in ihrer Brust tragen, finde ich immer ganz, ganz bezaubernd mit anzusehen. Ja, also hier wirklich bleib dran, ne? Halt an dieser emotionalen Fülle fest. Der Page der Münzen könnte dich aber auch animieren, etwas Neues zu integrieren, eine neue Gewohnheit in der Liebe. Ne? Dass man sich angewöhnt, einmal in der Woche eine Date Night einzuplanen. Oder wenn du Single bist, ne? Etwas anders zu machen. Bleib dran, gib nicht auf. Ne? Also etwas Neues, vielleicht auch einer neuen Person eine Chance zu geben. Eine Person, die so in der Form gar nicht in dein vorheriges Typmodell fällt. Okay,
Achso, die Lenormand-Karte. Ich mische hier schon ganz fleißig. Hier wieder eine Äußerung, eine Kommunikation im Weltlichen. Ja, das Herz. Das ist natürlich sehr passend. Das Herz steht für Herzlichkeit, für die Liebe, warmherzig. Also ich kriege dich allgemein in der Liebe wahnsinnig stabil rein. Nun würde ich das Ganze gerne nochmal ergänzen. Gerade weil ich weiß, dass viele sich für die Liebe besonders interessieren. Ich würde jetzt hier einmal das Situation Love Oracle Deck verwenden. Entschuldigt bitte. Um mal zu gucken, wo kommst du her, wo stehst du gerade und wo gehst du hin. Einfach nochmal so ein Zwischenbild zu bekommen. Ja, wo kommst du her in der Liebe, lieber Steinbock? Wo kommst du her? Na, wenn du das Ganze mal etwas individualisierter haben möchtest, in den Kommentaren oder auch in meiner Info unter dem Video findest du immer meine Website verlinkt. Da kannst du dann eine persönliche Legung buchen und dann kann ich mir das Ganze mal ganz genau und individuell anschauen. Okay, eine Idee. Wo kommst du her? Eine Energie. Okay, auf jeden Fall haben wir hier eine wahnsinnig starke Anziehungskraft. Na, also man hat hier, man hat selber viel ausgestrahlt. Also du strahlst auf eine Person wahnsinnig viel aus. Ne? Jemand kann nicht von dir lassen, könnte man auch sagen. Jemand kann nicht aufhören, an dich zu denken. Das war schon Teil der Vergangenheit. Aber ich kriege ja auch rein, dass es dir ähnlich geht. Dass du auch ne, einen bestimmten Menschen nicht aus dem Kopf bekommst. Und für bestehende Beziehungen, auch Ehen, ne, alles was langwierig ist, kriege ich auch rein, dass es in der Vergangenheit bei euch auch nicht an Leidenschaft gemangelt hat. Stark. Okay, dann gehen wir mal weiter. Wo bist du jetzt? Jetzt, wo du das Video schaust, da fällt das Schiff. Das Schiff steht dafür, voranzuschreiten. Also etwas soll hier in Bewegung geraten. Finde ich spannend. Also für einige, die in der Vergangenheit vielleicht sehr aufs Körperliche geachtet haben, wo vielleicht ja die Kommunikation teilweise auch zu kurz gekommen ist, die möchten sich jetzt weiterentwickeln. Ne, ich kriege eine starke Weiterentwicklung, den starken Drang, über sich hinauszuwachsen und in irgendeiner Form wirklich einen neuen Hafen anzusteuern. Aber auch hier Bewegung innerhalb von Beziehungen, ne? Dass man sich miteinander weiterentwickeln möchte, dass man hier ja, dass man auch alte Lasten loslassen will. Okay, dann so zum Ende Mai. Was sind so die Tendenzen so für die Zukunft? Da haben wir hier, den Verlobungsring. Ja, der Verlobungsring kann für einige dafür stehen, dass etwas gefestigt wird, eine Beziehung, die sich festigen, die vielleicht sogar offiziell gemacht wird. Na, gerade wenn ihr jetzt in so einer Kennenlernphase seid, könnte Ende Mai der Moment sein, wo man sagt, okay, wir machen das ganze Ding fest, wir machen das Ganze hier wirklich stabil. Für diejenigen, die eben verpartnert sind, also wo, sag ich mal, etwas festigen in der Form keine Rolle mehr spielt, vielleicht man ist sogar schon verheiratet, wie auch immer, dann darf ich dir sagen, deine Verbindung, deine Beziehung findet zum Ende Mai noch mehr an Stabilität. In irgendeiner Form kommt man sich auch wieder näher. Für diejenigen, die Single sind, kann ich dir sagen, hier darf sich jemand in dein Leben bewegen, der auch auf mehr aus ist. Ne? Also weg hier von leidenschaftlichen Geschichten zu eben ja, zu Verbindlichkeit. Ne? Dass Menschen, die dann Ende des Monats in dein Leben treten, auch wirklich auf Verbindlichkeit aus sind, weil du das Ganze selber auch ausstrahlst. Ne? Ich sag nur wieder der Page der Münzen, der dich ja auch animiert, in irgendeiner Form hier etwas anders zu machen. Okay. Sehr schön, wir schauen weiter. Deine Chancen, deine Potenziale, da haben wir die 8 der Kelche und die Wildcard. Die 8 der Kelche steht dafür, dass du emotionalen Ballast hinter dir lassen kannst. Du kannst etwas hinter dir lassen, möglicherweise auch in Vergebung gehen. Mit der Wildcard geht es um das Thema Selbstbestimmung, dass du die Möglichkeit hast, wieder für dich persönlich einzustehen, dich selber zu stärken, ne? Also dich selber auch zu animieren und zu motivieren. Dann haben wir hier den Fuchs, der Fuchs, also ein Plan geht auf. Ne? Das heißt, du bist selber für dich
sehr, auf der einen Seite bist du sehr kopflastig, auf der anderen Seite bist du ja allgemein strategisch unterwegs. Der Fuchs ist ein Stratege. Der Fuchs steht nicht selten auch für negativ, ne? Also für etwas, wo man hintergangen wird. Aber hier bekomme ich ganz klar rein, deine Chance ist wirklich dafür, mit einer Strategie für dich selber einzustehen und emotionalen Ballast aus eigener Kraft heraus, ganz wichtig, hinter dir zu lassen. Dann, Achtung, Achtung, Gefahren. Da sind die 7 der Stäbe und der Page der Schwerter. Hier darf ich dich warnen mit den 7 der Stäben vor zu energischem Auftreten, ne? Zu energisch zu sein, vielleicht auch ungeduldig, dich auf der anderen Seite aber auch zu sehr von etwas oder jemandem abzukappeln, ne? Also auszugrenzen, ne? Nur auf dich zu schauen, ne? Also, sondern eher so ein bisschen auf das Allgemeinwohl zu achten. Ja, du bist eine starke, du bist eine beeindruckende Persönlichkeit, aber denk auch immer dran, andere noch mit ins Boot zu holen. Dann haben wir den Page der Schwerter. Der Page der Schwerter strotzt ja vor Ideen und der animiert uns auch, neu zu denken, umzudenken. Aber im Element Schwerter, unsere Gedanken sind ja wie Wolken, die sind heute so und morgen so. Also hier so ein bisschen, ne, wir hatten hier schon den Pagen der Münzen. Es geht hier bei dir eher darum, etwas festzuhalten und dran zu bleiben und nicht hier in einer Tour etwas neu erfinden zu wollen, ne? Also die Geschichte immer neu erfinden zu wollen. Das äußert sich mit dem Mond, ne? Das ist die Thema, das ist zum einen im beruflichen, im professionellen Bereich ist es die Anerkennung. In privaten Bereichen geht es da auch um den Tiefgang von Gefühlen, ne? Etwas, was vertieft werden darf, ne? Und da bitte versteife dich nicht in der Meinung, du musst immer alles alleine schaffen, du musst immer alleine machen, sondern ne, guck hier, dass du deinen Blick etwas breit gefächerter schweifen lassen kannst. So, dann haben wir hier die Einhörner, dieses Mal mal andere Einhörner, I Believe in Unicorns von Melanie Missing und Gabi Shayana Hoffmann. Wir gucken mal rein, was möchten uns diese Einhörner verraten? Die Einhörner sprecht zu uns, was wichtig für den Steinbock. Die Karten sind mit Humor zu sehen, das sage ich jetzt schon mal. Aber ich dachte, es sind mal ein paar andere Einhörner diesmal dran. Nächstes Mal vielleicht wieder die alten. Da ist auf jeden Fall dein Einhorn und es sagt dir, das Wunderbarste ist, wenn aus einem Wunder so ein wundervoller Mensch wie du wird, der sein Herz am rechten Fleck trägt und dem Wunder des Lebens so viel Raum zur Entfaltung schenkt. Wunder geschehen, ich habe dich gesehen. Wow, also nochmal so ein bisschen Ego-Pushen hier, ne? Also das ist nochmal so ein kleines Kompliment zum Monat Mai. Also du bist großartig, du bist wunderbar, ich habe es dir auch schon gesagt. Nun hast du es nochmal schriftlich von deinem Einhorn. Und mit diesen Worten darf ich mich von dir verabschieden. Wenn du magst, lass diesen Kommentar in diesem Video genau gerne einen Kommentar da. Ein Gefällt mir und wenn du mich und meinen Kanal unterstützen möchtest, würde ich mich freuen, wenn du mir ein Abo dalässt. Dann sehen wir uns bei der nächsten Legung nämlich schon wieder. In diesem Sinne, bis ganz bald, deine Janina. Tschüssi.